lockt der Zwergschmetterlingsflieder auch Schmetterlinge an? Ja, im Prinzip ja. Der Schmetterlingsflieder generell ist ja eine sehr beliebte Pflanze, um allerlei Schmetterlinge im Sommer anzulocken. Das setzt aber voraus, dass die Bedingungen entsprechend sind, dass es also etwas wärmer ist, vielleicht auch etwas windstill. Heute haben wir so einen klassischen norddeutschen Sommer hier, so Hamburger Hochsommer, also 16 Grad Wind und gleich Nieselregen, dann gibt das natürlich nicht so viele Schmetterlinge unterwegs. Trotzdem kann ich den Zwergschmetterlingsflieder empfehlen für kleine Gärten, auch für Töpfe. Einfach aus dem Grund, weil das Ding nicht so viel Platz in Anspruch nimmt wie ein normaler Schmetterlingsflieder, der durchaus eben 4 Meter hoch werden kann und ebenso breit und dadurch eben nur für große parkähnliche Gärten geeignet ist. Die Zwergsorten, wie hier zum Beispiel die Summerbird, die bleiben so 40, 50 cm im ersten Jahr. Später, wenn sie älter werden und weiter wachsen, können sie durchaus auch 1 Meter oder über 1 Meter erreichen. Man kann sie aber regelmäßig zurückschneiden und dadurch in Form halten, um sie zum Beispiel als Beeteinfassung oder in diesen Töpfen und Kästen zu halten. Dann gibt es noch einen wichtigen Tipp, wenn Schmetterlingsflieder, egal ob der große oder der kleine, sauber durchblühen soll und immer wieder Schmetterlinge anlocken soll, das kann er ja eben nur, wenn er Blüten hat, dann muss man die verblühten Blüten ausputzen. Und da sollte man vielleicht auch frühzeitig mit anfangen. Wir sehen das hier, die ersten Blüten sind hier schon durch. Wenn man sie jetzt oder zumindest in Kürze hier rausnimmt, am besten geht das mit einer Schere, aber so als klassischer Gärtner habe ich eigentlich immer nur ein Messer in der Tasche, dann sieht das einmal wesentlich schöner aus, nicht so braun, und zum anderen blüht die Pflanze viel besser nach und man hat neben dem schöneren Zierwert hat man eben auch immer wieder frische Blüten und die Kraft geht nicht irgendwo in möglicherweise produziertes Saatgut, was bei der Zwergsorte nicht so stark ist wie bei den großen. Aber es ist für die reiche Blüte einfach von Vorteil, wenn man hin und wieder mal das Ganze mal ausputzt. Neben den weißen Zwergschmetterlingsfliedern gibt es natürlich auch hellblaue, magentafarbige, violette. Also das gibt es eine breite Farbpalette, sodass da keine Wünsche offen bleiben.